Die Highlights werden euch präsentiert von Skoda Sütterlin, Badens größter Skoda-Exklusivhändler. Entdecke jetzt ein neues Fahrgefühl bei Skoda Sütterlin in Freiburg. Skoda. Simply clever. Der dritte Spieltag in der noch jungen DEL2-Saison. Die Wölfe aus Freiburg empfangen die Pinguine aus Krefeld. Heute hier in der Echte Helden Arena und damit recht herzlich willkommen bei Spray TV. Mein Name ist Alex Plattmann und ich bin heute Abend Ihr Kommentator. Und dann ist da der erste Treffer und dieses Nachsetzen, das macht sich jetzt bemerkbar und das macht sich jetzt verdient. Hier nochmal die Entstehung. Krefeld bekommt die Scheibe nicht raus. Dann der Querleger und dann ist Topscorer Chris Billig da. Netzt ein zum 1:0. Gute Übersicht von Linsenmeier. Und Billig, der braucht nur ein Netzen. Freiburg mit der 1:0-Führung. Aber Krefeld bleibt dran. Maximilian Adam, der ist nicht ungefährlich. Und Matsumoto, der stochert nach und bekommt aber auch diese Scheibe am Ende nicht an Luis Wenzing vorbei. Wahnsinn. Und er sieht natürlich Dennis Miller. Freiburg bleibt dran. Jetzt die Scheibe gut verteilt. Gute Aussicht für einen Abschluss durch Alex Roach. Krefeld bleibt dran. Scheibe wieder vors Tor und dann ist das der Ausgleich für den KIV. Und ich glaube, das war Josh McDonald auf direktem Wege per Rückhand vorbei an Luis Wenzing. Gute Schussposition dafür. Leon Niederberg. Auf der anderen Seite die Freiburger. Und der ist drin. Und die machen es besser. Bittere Pille für den KIV. Erst noch durch Leon Niederberger die eigene Gelegenheit gehabt. Und dann ist es der IHC Freiburg, der im direkten Gegenangriff die Wölfe erneut in Führung bringt. Und ich meine, dass das hier Konstantin Bongers war. Ist an der Scheibe dran und die dann irgendwie auch den Weg ins Tor findet. Und hier haben wir ihn, den jungen Mann mit der Nummer 17, Konstantin Bongers, 20 Jahre jung, der Neusser. Also, aber die Unparteiischen werden sich das nochmal anschauen wollen. Und da kommen sie. Und die Entscheidung der Unparteiischen lautet: Also, Tor zählt. Master hat jetzt viel Zeit zum Überlegen, bringt die Scheibe da vors Tor, der ist drin. Und Doppelschlag EHC Freiburg und das ist Parker Bowles. Und den hat er ganz genau oben rechts reingezirkelt über die Fanghahnseite. Und da passte kein Blatt Papier mehr dazwischen. 3:1 für die Freiburger. Und die haben zum jetzigen Zeitpunkt richtig viel Spaß an dieser Partie. Und Marvin Nea, der setzt noch einen drauf. 4:1. Wahnsinn. Und jetzt kommt es für die Krefelder aktuell knüppeldick. Scheibe schnell gespielt, Marvin Nea, da ist keiner mehr da. Eigentlich auch gute Sicht für Felix Bick. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Und auch dieser Schuss findet den Weg in die Maschen. Krefeld wieder zu fünft. Und Freiburg im Vorwärtsgang und auch diese Scheibe ist drin. Was für ein Wahnsinn. Valentino Klos. Und heute, da funktioniert wirklich alles.
im Freiburger Offensivspiel. Hier ist Billig. Der legt nochmal ab. Und dann ist es Klos, der da einnetzt. Und das ist eben diese Symbiose. Billig, Linsenmeier, die verstehen sich blind. Kein Durchkommen und jetzt in die andere Richtung. 2-1. Wer schnell geht. Aber auch die Scheibe von Lukas Wagner. Seit 1923 und Freiburg mit Nick Master 6-1 empty net. Griffeld, sie haben alles probiert nochmal. Heute gezogen. Und dann Freiburg mit dem Konter. Nochmal die Möglichkeit für Griffeld. Rifas, dem verspringt da noch die Scheibe. Und damit erringt der EHC Freiburg seinen ersten Sieg in dieser Saison und das in einer Höhe, die sich durchaus sehen lassen kann. Und das gegen einen Gegner, gegen den man das vielleicht nicht erwartet hätte. 6-1 schlagen die Wölfe die Pinguine aus Krefeld hier am dritten Spieltag der DEL 2. Die Highlights wurden euch präsentiert von Skoda Sütterlin in Freiburg. Badens größter Skoda-Exklusivhändler. Skoda. Simply clever.